Ja, servus Leute und herzlich willkommen zum Vlog Nummer, wow, ich glaube wir sind bei 252 oder so. Ja, wir haben Donnerstagabend, heute ist der 6.5. Genau. Ja, und ich stehe gerade hinten im Stall. Da ist die Lore. Da steht die Adele und die Rella. Die fressen ihr Heu. Ja, bin gerade am Wasser auffüllen, Stall machen. Heute habe ich es auch mal anders gemacht. Ich habe ein wenig in der Halle gebaut und dann perst du mal zum Abendessen. Und jetzt ist es halt ein wenig später, jetzt ist es, ich glaube, Viertel 8 da, ja. Mussten doch halt heute mal ein wenig länger warten, das ist auch nicht schlimm. Sonst kriegen sie halt immer vor 6er. Da warte ich immer mit dem Essen. Heute mussten die halt mal ein wenig warten. Ich bin normal nicht so, aber. Ja, ich habe mir gedacht, heute, ich wollte unten in der Halle noch ein wenig was probieren. Kann ich euch danach noch was zeigen. Im letzten Video habe ich gesagt, ich möchte mal lieber zu meinem Schmied. Ich darf da drüben mal in seine Schmiede meiner Zinken für die letzte Arten machen. Ich bin leider noch nicht dazu gemacht. Noch keine Zeit gehabt mit der Arbeit. Und dann, wenn es da abends zum Stall noch machen muss, dann war es schon immer zu spät. Und dann noch ein Abendessen, bis ich dann auch mal loskomme, ne, bin ich so auf 7, halb 8 da drüben. Und ich denke, das werde ich mir schon wegen euch später. Ja, bin ich nicht dazu gemacht. Aber mal schauen, vielleicht morgen dann. Wenn ich heute irgendwas vorbereite, dass es morgen ein wenig zügiger geht, und morgen ist ja eh frei, doch habe ich ja eh frei, dann könnte ich vielleicht auf 4er, halb 5er, 5er oder sowas drüben sein. Je nachdem, nur mal mit mir telefonieren. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Jetzt fülle ich da erst einmal Wasser auf. Versorgt habe ich es soweit. Und in der Halle habe ich was gebaut. Ich habe einmal angefangen mit einem kleinen Projekt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt funktioniert. Das ist einmal ein Versuch von mir. Weil ich habe schon lange mal überlegt, wenn du was warm machen willst, wenn du Metall verformen willst, Kohleverformung ist immer scheiße. Aber wenn du was warm machen willst, Brenner. Ja, Brenner ist so, naja, es geht. Aber nicht schön. Brauchst du immer ewig lang, hast einen Haufen Wärmeverlust, weil die meiste Hitze geht halt neben aus. Und ja, du wärmst mehr die Luft als dein Werkstück selber eigentlich. Das dauert dann auch immer 2-3 Minuten, bis das einmal richtig warm ist auf Temperatur. Und dann ist es natürlich auch unheimlich schnell wieder ausgekühlt. Und da habe ich mir gedacht, wie er jetzt gesagt hat, ich kann seine Schmieden einmal verwenden. Ja, im Internet habe ich recherchiert. So für den Hamrum, ein eigener kleiner Schmieden, das hätte vielleicht auch was, wenn du einmal so Kleinigkeiten halt zu machen hast. Dass du halt eigentlich sagst, du möchtest einmal einen Schraubenschlüssel ein wenig umbuckeln, dass du in eine Ecke reinkommst. Wenn du es kalt verfahren hast, meistens dann brechen sie auch weg oder was. So kann man sagen, wir machen einmal warm. Biegt dann oder so. Ja, mal gucken. Ich gehe jetzt gerade drüber über ein Projekt Kleinesse. Oder Gas esse. Mal schauen, ob das was wird. Gebastelt habe ich vorhin schon einen Brenner. Und so einen Unkrautbrenner und 3/4 Zoll und 1/2 Zoll Wasserrohr. Ja, halbe Flammenwerfer das Ding. Macht gut warm. Ein 12er Schrauben. Gut, wenn es noch in der Luft, also wenn du jetzt noch keine Esseweide hast, sondern wirklich davor hältst, 2 Minuten, dann glüht das Ding. Ja, und ich verspreche mir jetzt davor, das Ganze war in einen alten Kompressor eingebaut. Also der Kompressor ist ausgeschlacht und den Tank habe ich noch. Und da soll jetzt ein Essen reinkommen. Schon wegen Material da liegen. Ja, wenn das klappt, dann soll da innen die Wärme ein wenig gespeichert werden. In der Hoffnung, dass man dann, wenn man was erwärmt, nicht vorne nachheizen muss und vorne wieder Gas braucht, sondern dass es ein wenig warm nachhält. Noch jetzt war, hier werde ich doch auch nicht sein. Was ist los? Aua, jetzt stoppt halt langsam. Rolla. Ja, Adele, da ist rutschig. Ja, genau. Das ist, wenn ihr den ganzen Tag nach hinausgeht, wenn es in Strömen rennt. Knallköpf. Ja, gerenkt hat es auch.
Beim letzten Video, ja, da haben wir den Dünger gestreut. Ja, ist dann ein Regen gekommen. War am Wochenende ein 70er Liter und jetzt hat es wieder ein wenig geregnet. Ich habe aber nicht nachgeschaut. Sah den ganzen Tag so immer mal ein bisschen. Also ich denke, 5 Liter könnten wir auf jeden Fall holen. Vielleicht sogar ein wenig mehr. Ja, das ist auf jeden Fall optimal für den Dünger. Da kann er wirken. Ja, meine Flächen da oben. Da unten, die schaut immer aus, ja. Da oben die Flächen, die warten langsam. Da geht das Junge auch groß auf. Da habe ich auch ein wenig von dem Kliegras gesehen. Also händisch. Und so langsam kommt es hoch. Ich habe jetzt gedacht, ich warte noch ein wenig. Bis jetzt dann einmal das Ringwetter gut durch ist. Da habe ich ja ein wenig. Jetzt ist der Schlauch der Nebel gefallen. Sehr fix! Dann bleibe ich. Bis der Regen vorbei ist, der Dünger soll ja noch ein wenig wirken. Ich habe ja da noch einmal ein bisschen gedüngt da oben. Und wenn das ein wenig hochgewachsen ist, dann darf es dann auf. Dann kriegt die Flächen da unten das selber Spielchen. Und dann soll ja auch irgendwann einmal da noch ein Stück geblättelt werden, dass das blöde Luch da einmal weg ist. Weil da ist eigentlich immer Wassergrund drin gewesen. Durch das, dass die aber dauernd durchlaufen, bis der halt zugesappt. Jetzt seht ihr schon, da habe ich Struh hingeschmissen. Dicker Struhschicht, das halt nicht so groß und morastig ist. Die reißen es halt trotzdem immer wieder auf. Ja, deswegen, das soll ja eigentlich schon lange mal dann ein wenig so geblättelt werden wie da. Aber alles zu seiner Zeit. Genau, so, mal ist das Wasser gut fertig. Dann müssen wir noch zu den Schweinler. Und dann, würde ich sagen, sehen wir uns in der Maschine halt unten wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir in der Maschine halt. Und ja, zeige ich euch einmal meinen ersten provisorischen Aufbau. Also, mein selber gebauten Brenner, wo ich da stehe. Ja, das ist er. Betrieben war das Ding von einer 11 Kilo Gasbottle. Es hängt da 2,5 Bar Druckminderer dran, unregelbar, mit einem Rückschlauchventil oder Schlauchbruchsicherung. Falls einmal was wäre, dann macht der zu. Geht über einen Schlauch in einen Unkrautbrenner. Den kann ich da aufmachen. Da kann ich Gas geben. Den werde ich eventuell noch feststellen, weil die Funktion brauche ich eigentlich gar nicht. Der kann bei mir dauerhaft offen bleiben. Ja, geht da oben in die Unkrautbrennerdüsen rein, die ich etwas modifiziert habe, wie man sieht. Ja, ich habe es auch mit Schlitze und Löcher versehen. Ich brauche neue Luftlöcher, die war eigentlich geschlossen. Das langt ja eigentlich auch, weil es da hinten drin auch Luftlöcher hätte. Zum Unkrautabflammer geht es wunderbar, aber nicht mit meinem verlängerten Rohr. Da habe ich jetzt vorne dran. Das geht jetzt nicht raus. Ein 1,5 Zoll Rohr. Geht auf eine Reduzierung von 1,5 Zoll auf 3,4 Zoll. Ein 3,4 Zoll Rohr. Und da vorne eine Reduzierung von 3,4 Zoll auf 1 Zoll. Ihr seht, die schaut ein wenig anders aus wie die. Was habe ich da gemacht? Also erstens einmal habe ich da schon mal betrieben. Deswegen ist die so ein wenig verfärbt. Und das zweite ist, ich habe es auf der Drehbank abgedreht. Die soll nämlich wiederum dann, das andere Rohr ist drüben, das was ich angeschnitten habe, in das Rohr reingeschoppt werden. Das ist ein 1,25 Zoll Rohr. Geht auch ein wenig stramm und bei dem da geht es jetzt gar nicht, weil das ist nicht entgratet. Drüben das andere ist entgratet, da geht's. Da wird es dann reingeschoben. Das Rohr sitzt dann einmal in meinem Drucklufttank drin. So, jetzt wollte ich euch aber erst einmal den Brenner zeigen, wie der funktioniert. Weil der funktioniert nämlich saugut. Also, mein Unkrautbrenner stecke ich hinten auf das Rohr. Schauen wir, dass immer alles schön zu ist. Wenn ich das jetzt da vorschiebe, kann ich die Luft oder ein wenig reduzieren. Kommt nicht mehr so viel Luft rein, kommt mehr Luft rein. Die Schlauchstellen ist eigentlich bloß drauf. Damit das Ding nur ein wenig vorgespannt ist, das könnte ich jetzt noch fest dazuziehen. Zum Beispiel, wenn ich dann einmal die endgültige Einstellung habe, ziehe ich es auf ein endgültiges Maß und dann rutscht es nicht mehr so leicht rum, weil normal, man braucht auch Einstellungen und muss nicht ständig rum ändern. Denke ich mal. Ziehe ich aber. So.
schrauben wir den einmal auf, drehen wir mal die Gasbahn auf. Nicht so ganz wie ich es wollte. Ganz wenig Druck. Regeln kann ich das über den Unkrautbrenner um. So, jetzt kriegt er fast keine Luft. Sieht man schon, ist ein bisschen gelblich die Flamme. Ziehe ich noch ein wenig raus, lasse noch mehr Luft rein, wird zwar eher bläulich. Dann kann ich da mit Gas geben. Ja, wie gesagt, ich muss den Griff da wieder feststellen. Ja, genau. Es funktioniert nämlich nicht so ganz. Ja, vorne ist aber besser gelaufen. Das ist noch ein verbesserungswürdig. Und wenn hier den Flammerrutsch noch und wenn hier so eine Schlauchdrucksicherung drin ist, dass es nicht einmal in die Gasflasche zurückgeht, weil das ist nicht in die Ohren. Safety first. Ja. Ja, wie gesagt, müssen wir mal ein wenig ausprobieren. Die optimale Einstellung. Ich denke, das Maß war dann wahrscheinlich irgendwie zu laufen. Schlussendlich. Muss ich sehen. Genau, wenn sehr wenig Luft kommt, dann geht er nämlich aus. Typischer Vorführeffekt natürlich. Vorhin hat es einmal deutlich besser funktioniert. Jetzt natürlich wieder nicht, weil wenn man es vorführen will, dann geht es natürlich nicht so, wie man möchte. Nee, vorhin hat es einmal wunderbar funktioniert. Da habe ich einmal die Schraubendose heiß gemacht. 2 Minuten, dann hat es auch von an geglüht. Jo. War halt, wie gesagt, einmal so ein erster Versuch, ob das Ding überhaupt die Hitze herbringt. Natürlich ist halt jetzt da das Problem, die Hitze bringt er her. Aber durch das, dass die jetzt davon einfach rausschießt, das meiste verpufft halt da in der Maschine halt, geht da wieder verloren. Und dein Werkstück, was du heiß machen willst, ja, es dauert halt erst einmal ein wenig länger, bis es warm ist. Weil natürlich auch immer kalter Luft mit drauf vorbeigedrückt wird. Und ja, wie gesagt, du schaltest das Ding aus, dann klopfst du ein wenig an den Ding rum, dann willst du es wieder warm machen, dann stehst du wieder mit dem Brenner da. Irgendwann wird es dann schon mal, ja. Aber wie gesagt, für Sachen wie jetzt zum Beispiel einmal einen Schraubenschlüssel umbiegen oder wo ich auch gedacht habe, eventuell einmal ein paar Kerne selber machen, wäre es vielleicht nicht schlecht, so ein Ding zu holen. Außerdem sehe ich es ja jetzt bei meinen Striegel bei meinen Netzecken, dass es nicht ganz verkehrt ist, wenn man eventuell die Möglichkeit hat, selber was zu machen. Und ja, deswegen möchte ich mir da was bauen. Gebaut war das Ganze aus den alten Kompressor. Ja, den habe ich schon großteils ausgeschlacht. Im Moment sieht es nur noch aus wie ein Tank. Mal Bombe. Genau. Da oben war noch mal die Schraubanschluss drauf.
Da war der. Da vorne war der Druckregler drauf und da war der Auslass quasi. Ja, da hinten da war der Motor drauf gesessen. Der ist auch kaputt, der hat dann Bläulachenschaden. Ja, ein bisschen hat es recht geschnipselt, habe ich noch schon. Das Ding da oben kommt auf jeden Fall noch runter. Das da, da wird noch glatt geschliffen und zugeschwarzt. Da oder selber. Da vorne war so ein Blech drüber mit ein paar Daten, das habe ich auch nicht gebraucht. Das war nicht auf der Seite, sondern eigentlich auf der Seite. Huch. Kreisrund aufgeschnitten, habe ich mit dem Zirkel schon mal angekratzt. Muss jetzt mal gucken, ob ich den Ring oder den Ring nehme. Ich werde aber wahrscheinlich den inneren von dir jetzt mal nehmen. Also falls man sie überhaupt erkennt. Da eine und da eine. Weil ich habe da eine Keramikfaser wollen. Na, jetzt haben wir das natürlich draufgelegt. Ist schon klar. Das brauche ich auch. Das ist das Zeug da. Das ist wie Glaswollen, aber halt Keramikfaser. Temperaturbeständig über 1200 Grad. Ja, die war zweilagig neigelegt. Die ist 2,5 cm stark. Das heißt, ich komme da auf 5 cm. Und dann kommt noch eine Betonschicht mit mindestens 2 cm rein. Also bin ich bei 7 cm. Das heißt natürlich, ich muss dann, wenn die Wandung jetzt da meinetwegen, sagen wir mal, keine Ahnung, 3 mm oder so, das muss ich auch mal gucken. Wenn die Wandung 3 mm ist, dann muss ich schauen, 7 cm und quasi da dann meinen Kreis rausschneiden. Da habe ich bloß auch mal aus Spaß angekratzt, ob das überhaupt mit dem Zirkel funktioniert mit der Spitzen. Das ist übergangen. Ja, wie ich es aufschneide, muss ich mal schauen, entweder mit der Flex oder mit der kleinen Druckluftbetriebener Stichsäge. Mal schauen. Ja, ich werde erst einmal nur einseitig aufmachen. Oder vielleicht auch gleich zweiseitig. Die Scharnierler da, die ein Türbeschläg, habe ich mir gedacht, da bauen wir da oben einen Halter drauf, dass man das Ganze aufklappen kann. Ich möchte nämlich noch Möglichkeit von einem Deckel behalten. Ganz einfach aus dem Grund, wenn ich es aufheiz und wenn es auch von einigermaßen zu ist, kriegst du da viel schneller rein, die Wärme in die Essen rein, als wenn es daher gehst und hast es offen und hinten und vorne bläst die Hitze wieder raus. Wenn es ein bisschen geschlossen ist, natürlich nicht ganz luftdicht, weil irgendwo, dann gibt es aber auch Verpuffung, wie jetzt gerade eben. Wenn quasi der Druck nicht weg kann oder wenn zu wenig Luft dabei ist, dann pfupp. Ja, das will man nicht, also ein bisschen offen muss auch, aber dass halt die Wärme ein bisschen drin gehalten wird. Genau, so ist der Plan. Ja, also wie gesagt, aufschneiden. Ich muss auch mal gucken, vielleicht mache ich es gleich zweiseitig. Das war so ein 24 Liter Kompressor. Steht ja drauf. Ja, vielleicht mache ich noch zweiseitig auf. Ich habe zwar schon hier liegen. Einfach einen Halter umgespaßt, mit einem Schraum durchgesteckt. Den Deckel dann, den ich rausschneide, draufgespaßt. Und dann kannst du noch aufklappen, zuklappen, wie du das brauchst. In das Ding kommt dann ein Brennerrohr rein. Also quasi mein Brenner muss ja irgendwie in die Essen reingestopft werden. Das Brennerrohr ist das. Das habe ich vorhin schon ein bisschen eingeradet. Das ist jetzt da ein 1/4 Zoll Rohr. Ja, geht jetzt relativ stramm rein. Ist natürlich, weil es verzinkt ist. Ja, gehört auch erst einmal ein wenig freigebrennt. Natürlich idealerweise draußen. Freikratzen, frei. Putzen mit Reflex wäre natürlich auch eine Möglichkeit, geht aber nicht so schön. Freibrenner wird schneller gehen. Mal gucken. Ja, das Rohr wird auf jeden Fall in die Essen reingespaßt. Da muss dann ein Luch rein, ein kreisrundes, wo das reinpasst. Dann soll es ein bisschen ins Innere reingucken. Dann wird es verschwarzt und da kann ich meinen Brenner dann reinstecken. Ob ich es jetzt von oben drauf setze, wäre natürlich eine Möglichkeit. Muss ich aber dann aufpassen, natürlich mit dem Schlauch. Oder ob ich es eventuell schräg einführe, weil dann kann ich den Schlauch auch ein wenig schräg von der Seite reinkommen lassen. Müsst ihr euch jetzt so vorstellen, das Ding. Ich muss auch mal gucken, ob ich den dritten Standfuß davon auch behalte, den einzelnen, oder ob ich mal auch so Eisen wie da noch mache. Ob das sicher steht, das muss ich probieren. Das kommt auch noch weg. Braucht man auch nicht mehr.
Also so steht er dann da. Wie gesagt, da die Klappen dann dran. Und da ist jetzt die Überlegung, entweder ich mache das Brennerrohr wirklich zentral von oben rein und lasse die Hitze von oben runterbrennen. Ich meine, wie gesagt, ich hätte ja schon eine Bohrung da. Wobei es dann natürlich ein bisschen lambidiger schöner wäre. Also irgendwo da. Und nicht so versetzt da oder irgendwo da hinten. Ich meine, alternativ könnte ich dann natürlich auch so rumnehmen. Schneide unten das ganze Zeug weg. Bau so ein Füßlad oder nur einmal und schwarz auf der anderen Seite wieder noch. Das ginge genauso. Dann nehme ich den Punkt oder. Und mach da mal Brennerrohr rein. Problem ist halt dann wirklich bloß, der Unkrautbrenner sitzt dann, sagen wir mal, da oben. Geht dann so schräg. Und der Schlauch geht dann so schräg runter. Weil die Gasflaschen steht ja dann irgendwo unten am Fußboden. Und das Ding, das werde ich auf einen Tischlern aufstellen. Oder auf einen Bock. Ja, mal gucken. Und nicht, dass der Schlauch mit so euch abknickt. Das muss ich auch mal sehen, wie ich das am besten mache. Vielleicht dann noch irgendwie ein Drehlau oder was den Schlauch ein wenig stützt. Aber das sehe ich. Das muss ich ausprobieren. Mal sehen. Genau. Wie gesagt, das ist jetzt das Bauvorhaben. Auf die Keramikfaser wollen kommt, wie gesagt, dann noch der Hochofenbeton. Der ist dann auch noch bis 1600 Grad Temperatur beständig. Und dann sollten wir da in eigentlich eine schöne Temperatur hinkriegen. Ja, wie gesagt, das ist ein wenig Spielerei und Rumblödelei und ob es funktioniert oder nicht, oder ob es dann einfach bloß, ja, ein Projekt, wo ich sage, okay, aber die Rohre habe ich eh rumliegen gehabt. Da habe ich bloß die vom Brenner selber, die habe ich jetzt noch gekauft. Das Viertelzollrohr, auch nicht Viertelzollrohr, da wo eh rumgelegen, also von daher hat es gepasst. Den Brenner da, den haben wir auch rumliegen gehabt, den habe ich zerschnitten, weil ich glaube, wir haben einen kleinen, das ist so ein Lötbrenner. Dann haben wir so einen richtigen Deckkocher noch. Der macht auch saumäßig Hass auf Flamme, also fast noch ein wenig wärmer wie die eine. Den hätte ich natürlich auch nehmen können. Aber na, da sitzt er schon, der 4. Ja, und wie gesagt, dann das Ding da, den Unkrautbrenner. Und pff, was willst du denn dem ganzen Gelump? Da habe ich gedacht, den schneiden wir jetzt einfach mal zusammen. Hat auch funktioniert. Druckminderer, okay, den habe ich noch gekauft. Und einen Schlauch habe ich auch noch gekauft. Ja, Kompressor war im Alteisen gelegen. Der hat mich nichts gekostet. Die Keramikfaser wollen und den Hochofenbeton. Okay, also sagen wir mal jetzt insgesamt, ich habe jetzt Kosten von, jetzt müsste ich am Hochrechner, rund 100 Euro gehabt. Mit dem Zeug, was ich jetzt eigentlich zukauft habe. Ja, probieren wir. Wenn es nichts ist, okay, dann war es ein Versuch wert. Wenn es was ist, dann haben wir günstig was gebastelt. Zwar natürlich eigentlich an der Stelle so, mein Gott, wie viele Projekte hast du eigentlich? Magst du was? Fängst du was an? Fängst du das was an? Ja, meins macht mir halt Spaß, irgendwas auszuprobieren. Und ja, Projekt im Betrag ist ein Forestal-Projekt, nicht meins. Ich weiß, muss gemacht werden, ist klar. Hat aber Zeit, es ist nichts, was Brisantes. Die Kreiseladen kann man erst machen, wenn die Maschine halt frei ist. Ist auch eine Forestal-Aufgabe. Ja. Ich möchte die Garage noch bauen, okay, das ist auch offen. So wie es Wetter aktuell ist, brauchst du aber nicht das Wegreisen anfangen, weil dann stehst du im Regen. Das ist auch Quatsch. Und sonst, ja, die anderen Projekte, die wo laufen, die laufen einfach so nebenbei. Also von daher, man darf schon mal in seiner Freizeit auch noch andere Hobbys haben und ausprobieren und Sachen machen. Also von daher, so ist es ja nicht. Ja, genau. So, und was ich jetzt noch machen muss, ich stehe nämlich schon davor, ich muss die wieder sauber machen. Die hat mein Bruder nämlich letztens einmal sauber gemacht, alles schön mit dem Staubsauger rausgesaugt. Sieht mir da hinten keiner Spee, sieht mir da vorne keiner Spee. Ich habe jetzt wieder Schweinerei gemacht, ich habe da gedreht. Tja, dann sollten wir da vielleicht auch wieder sauber machen. Genau, das mache ich jetzt noch und dann, ja, dann möchte ich heute Feierabend machen. Dann werden wir morgen ein wenig weiter basteln, dann schauen wir mal, dass wir morgen den Brenner fertig bringen. Und dann werden wir mal einen Tank soweit modifizieren, den Lack rausschleifen, weil der brennt sich sowieso weg, also schleife ich dann gleich runter. Ja, dann schauen wir mal, dass das Ding auch noch was wird, dann hoffe ich, dass der Hochofenbeton noch kommt. Und dann können wir das Ding nachher auskleiden. Ja, wie die dann aber ausschaut, wenn es auch fertig ist, sehe ich da auf jeden Fall. Und welche meiner Zinken, die ich bei meinem Schmied drüben in seine Schmiede machen möchte,
Ja, da muss ich mal gucken, ob er morgen Zeit hat, ob es morgen beinahe passen würde. Wenn es passt, dann vielleicht morgen. Und ansonsten halt, wenn es passt. Wie gesagt, ich habe jetzt die Wochen gearbeitet und wenn du vor der Arbeit heimkommst, du hast dann auf den Stall. Ja, wenn es dann auch noch ein Abendessen Nummer 7 nüberfährst, ich meine, irgendwann wird er sich auch mal aufs Sofa hocken wollen, ja genau auf die Arbeit. Also er ist ja Hufschmied. Und ja, wenn er sich dann auch mal noch setzen will, dann kann ich nicht nur Ochs abkommen und sagen, so, jetzt bin ich da, jetzt möchte ich dich einmal. Mann, dann scheißt er mir irgendwann auch was, ist mir klar. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, also unter der Woche wird es schwierig, eher so aufs Wochenende. Morgen habe ich, wie gesagt, eh frei. Könnte ich vielleicht morgen, weil da kriege ich dann auch meinen Stall und alles irgendwie schneller fertig. Dann passt es. Genau. Jo, soviel zum Donnerstag. So, nun einen wunderschönen Freitagabend. Jo, jetzt haben wir, wie gesagt, Freitagabend. Heute ist der 7.5. mittlerweile. Und na, ich kann nicht beim Schnitt. Ich habe es nicht geschafft zeitlich. Ging nicht. Ich habe heute die Viecher alle versorgt und alles ein wenig gedauert. Und ja, heute früh noch ein wenig im Haushalt gearbeitet. Ja, gute Wetter. Genau. Und los. Ja, hier mal frisch Bett. Ja. Oh. Beiß mir nicht in die Finger, dann sind sie auch fort, ne? Ja, dann sind sie auch fort, was zum Schöne. Genau. Die Oma und ihre Ferkel sind wir mit Hunden im Schweinestall. Wollen wir ja auch schon länger nicht mehr. Weil ich mache ja Landwirtschaftsvideos, aber jetzt kommen in letzter Zeit viel von den Landmaschinen oder mal auf dem Feld draußen oder dann auch mal backen oder sonst was. Aber weniger die Viecher. So, gestern waren wir mal hinten und heute sind wir mal da unten. Ja, ohne Oma. Okay. Mädchen. Und ihre vier Kleinen, ja, die Daisy ist immer noch da. Die sind jetzt mittlerweile auch schon ein Jahr alt. Am 19.03. waren sie ja ein Jahr. Ja, wenn jetzt eigentlich auch sagen, die sind ja immer noch so klar. Ja, ich habe ja gesagt, die wachsen langsam. Das sind halt keine normalen Schweine, die wo quasi in einem halben Jahr auf 110 Kilo gemästet sind, sondern da dauert es halt ein wenig länger. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, hier. Das ist aber der Nestbauer. Ja, da hin auch in dem Stall. Das Brett da oben musste ich erneuern, das ist ein neues reingekommen. Die haben wir unten eins rausgebrochen. So. Dann ist das alles abgesackt. Ja, dann haben wir ein neues Brett gebraucht, weil auf der Höhe das hat nicht gelangt. Da sind wir oben drüber. Dann waren auf einmal alle 5 draußen, 6 draußen. Ja, im Seewald schnell ein neues Brett geholt. Schaut jetzt windiger aus als es ist. Das hält schon irgendwas aus. Da tun die teilweise rum da drauf. Aber das kann was ab. Das ist halt, weil es da oben ein bisschen schmäler ist, das Bierchen wackelt ein bisschen. Aber halt ein Dutz. Wo willst du noch? Hat doch eh kein Geld. Genau, ja. Wie gesagt, die wachsen und gedeihen. Jetzt hau. Soweit passt es. Jo. Die Schnür gleich mitnehmen und einen Wasserpott. Das ist echt auch die Wiese in der Mistwanne. Da sammle ich immer meinen Mist drin und abends wird ausgeleert. Und dann kommt es auch wieder mit runter. Ja, dafür habe ich die Madelwanne. Wenn man das so macht, dann braucht man nämlich nicht den Stall komplett ausmisten. Weil wenn man ja, jeden Tag die Scheiße und das Feucht da raus tut und streut regelmäßig ein, dann spart man sich nämlich hinten noch mal auf den Erde. Gell? Ja, ne? Hey, da liegt noch was. Den möchte er, das ist ein Ingwer, gell? Ja, wie wenn ich es auch vergiften wollte. Ja, heute hat es gekocht, da Zwiebeln gehen. Muss letztes Mal auch eine Zwiebel dabei und einen ganzen Pott voll gehen. Ja, er ist da, wenn ich mir gar nicht begeistert, den habe ich lieber Schrot gegeben. Der macht keine Zwiebeln, der hat mal gekocht. Die da drüben dafür wie die Geier. Die sind auch komplett verputzt. Und dann stinken sie auch schön. Na, haben sie auch schon mal gerichtet, Zwiebeln mögen sie. Passt doch. Gell? Und du hast ein Schrot gerichtet, gell, mein Gute? Schöne.
schon kräftig gegeben worden. Ich überlege, wie der einmal ausgeschaut hat, weil ich noch zurückerinnern kann, wie klar der einmal war. Ja. Zeit ist vergangen, der war auch mal so. Soll ich mir gar nicht machen. Da stink ich. Ja, die Hühner dürfen ja jetzt auch wieder raus. Und seit sie raus dürfen, tatsächlich gibt es auch wieder schöne Eier. Wollt ihr was sehen? Das ist die Ausbeute von heute. Gestern hat es die Selbermengen gegeben und vorgestern hat es die Selbermengen gegeben. Das heißt, ich habe jetzt in 3 Tagen 21 Eier von 14 Hühnern. Ja, ich denke, das kann man lassen. Ich will mich nicht beschweren, besser als gar keiner. Weil wie sie eingesperrt wurden, hat es gar keine Eier gegeben. Also doi, doi, doi. Die legen wieder. Gell, Herrschaften, danke. Ja, die waren auffressen hinten. Wenn ich aufmache, werden sie wahrscheinlich drin. Guck mal. Was los? Ach nö, die liegen schon da. Na, was ist? Gok, 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 gok. Ja, seid ihr schon fertig? Na ja, dann. Schau, was haben wir gerupft aus. Die sind voll in der Mause. Ja, was los? Alter Schimpfe. Naja, auf jeden Fall, das passt, die legen wieder. Das finde ich schön. Dafür gibt es halt dann auch immer mal zum Getar Haferflocken und frisch groß und natürlich auch ein wenig Gemüse und Obst, was man hat. Kränkt es dann auch mit dazu. Ist quasi der Ausgleich. Das passt. Gut, soviel zu den Hunden. Der Dennstuhl. Da drüben wird ein Nest gebaut. Da wird jetzt geschaut, ob im Stroh nicht vielleicht doch noch irgendwo ein paar Kandler sind. Ja, und die Kriegerei, kein Corona, gell? Immer noch die Nachwirkungen, von dem, wo ich jetzt zu lang krank war. Ja, nächste Woche haben wir endlich den Termin. Schauen wir mal. Gut, jetzt gehen wir in die Halle. Da gibt es auch noch was zu sehen. So, Samstagabend, mittlerweile ist es 10 Uhr. Ja, die Uhr da drüben, die ist noch auf der Winterzeit. Hat noch keine umgestellt. Ja, mei. Man schaut immer drauf, denkt man sich, könnte ja mal eine umstellen, aber selber macht man es auch nicht. Ist halt die Gewohnheit. Ja, wie gesagt, Samstagabend 10 Uhr. Ich war gerade in der Kellerküche. Ich habe meinen Sauertag für morgen fertig gemacht und meinen Hefentag. Ich mache morgen wieder mal Brot. Genau. Und jetzt sind wir in der Halle, das wollte ich euch ja gestern eigentlich noch zeigen. Habe ich dann aber doch versabbelt irgendwie. Ja, ich habe weitergemacht an meiner Gasesse. Ich habe gestern dann entschieden, ich mache mal einen Stream. War schon lange nicht mehr gehabt. Ja, war relativ spät. Ich habe dort noch recht lange gebastelt gehabt. Und ja, dann habe ich gestreamt. Und jetzt ist Samstag. Und ich war heute natürlich auch fleißig und habe an dem Ding weitergemacht. Und wie schaut es jetzt aus? Schaut es jetzt ganz anders aus? Ja, ist auf jeden Fall ein wenig was anders. Seit gestern, seit dem Stream, habe ich zuallererst einmal die Scharniere verändert, weil die sind mir nämlich gehörig auf dem Single gegangen. Die originalen Scharniere, das sind Gelbverzinkler gewesen. Das ist echt der Donut, das obere Stück, was da angeschwarzt ist. Die habe ich umgebogen und die haben bis da runter geschaut. War eigentlich nicht schlecht, hätten wir da unten dann mit einer Zange neigen können, wenn es warm ist, hätte es schön aufklappen können. War ja nicht so verkehrt. Aber die Dinge, die waren so dermaßen butterwach, die hast du quasi drauf. Und wenn es dann so ein bisschen laut wurde, konntest du mit 2 Fingern, konntest du es verbiegen. Und das hat mich so aufgeregt, da habe ich gedacht, nee, das kostet nicht lassen. Und das war heute das erste, was ich geändert habe. Ich habe die Bänder abgeschnitten, plus oben so ein kleiner Laschendode drauf gelassen. Also quasi das Stück Dode, das hinten bis daher. Und habe dafür dann Flochstahl genommen, den wo ich da gehabt habe. Und habe mir den zurecht gebogen, wie ich ihn gebraucht habe. Ja, der ist auf jeden Fall deutlich massiver. Dafür biegt mir nichts einfach so. Also mit viel Gewalt und zwar hin, dann kriegst du es verbogen. Aber zumindest nicht, dass du jetzt quasi von unten drückst mit dem Kleinfinger und oben mit dem Daumen drauf und du biegst das ganze Ding. Also das ist echt eine Zumutung. Das kannst du nicht machen. Ja, die Schwarznähte natürlich da unten nicht so perfekt. Da oben ist ein wenig besser gewesen, da waren sie nicht ganz so schlecht.
Ja, ich bin immer noch am Üben. Ich bin nicht der perfekte Schweißer, das gebe ich ja zu. Ich konnte es auch nicht so gut. Ja, natürlich auf beiden Seiten die Scharnier geändert. Die hat links und rechts natürlich gerichtet. Ich wollte ja erst einseitig nur aufmachen. Habe mich aber dann doch umentschieden und gedacht, naja, wenn du da doch einmal länger Strom hast, so kannst du es dann wenigstens durchschieben, wie du es brauchst. Oder du machst halt auch noch für die Klappen zu. So. Das ist die erste Erneuerung. Und die zweite Erneuerung. Ihr habt es bestimmt schon da gesehen. Ja, da ist was drin. Der Hochofenbeton ist drin. Der ist mittlerweile schon relativ fest. Der ist noch saufeucht, ja. Das ist klar. Aber auf jeden Fall einigermaßen fest. Der muss jetzt gut aushärten. Auf jeden Fall haben wir so, naja, zwei, drei durch mindestens, idealerweise 5 bis 6 durch, bevor man es als erstes mal einschürt. Ja, und das macht er jetzt da. Da unten steht das Bäckler. Das da, das wo die Keramikfaser wollen, das ist der Rest, der übrig ist. Und da ist der Hochofenbeton, da ist auf jeden Fall noch mal was da, für den Fall des Falles, dass er springt. Ich bin mir nicht sicher, ob alles so wunderbar funktioniert hat. Ich habe auf jeden Fall noch ein wenig Reserve da. Ich habe mir hier gleich die größere Menge bestellt. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich die Reserve nicht brauche, dass alles gut funktioniert, dass es halten wird. Ich hoffe natürlich auch, dass er mir nicht jetzt beim Druck 9000 drüber zerspringt. Das wäre natürlich auch saudumm, wenn das passiert. Aber ja, wie gesagt, hinterher ist mir immer schlauer, suche ich auch mal. Würden wir sehen. Ja, wie gesagt, so schaut das Ding jetzt aus. Können wir ja mal die Taschenlampen nehmen. Dass wir mal schön innen reingucken können. Ich habe noch nicht wunderbar glatt gekriegt, das gebe ich zu. Er ist relativ rau. Ob das ein Nachteil ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Da hüm sehe ich jetzt gerade, naja, wenn man so reinguckt, da ist ein wenig eine Beule. Das ist nicht so toll. Vielleicht müsste ich doch noch mal dünner Schicht rein. Da. Der ist so leicht verbeult. Ja, es ist halt alles, wenn du in der engen Röhre da oder mit den Fingern dann was rein schmieren willst und probierst das zu glätten, du kriegst das nie so 100% hin. Auf eine glatten Wand ist kein Problem, nimmst du einen Spachtel, aber machen wir so eine Rundung da. Ja, naja, so schaut es auf jeden Fall jetzt aus, wie es ausschaut. Mal sehen. Also wie gesagt, ob es funktioniert oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich werde ihn dann auch mal leicht einbrennen. So im Laufe der nächsten Wochen. Und ja, wenn er zerspringt, okay, dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin schon fast versucht, hier zu gehen und noch einmal eine dünne Schicht neu zu schmieren. War es allerdings nicht, nachdem er ja jetzt doch schon so ein bisschen angedruckt ist und fester wird. Ob das dann funktioniert oder ob mir dann die Schicht rausspringt, das will ich ja lieber die Finger davon lassen, nichts mehr machen. Weil jetzt ist es vielleicht nur gepfuscht und dann ist es aber so richtig verpfuscht. Keine Ahnung. Ja, oben her die Öffnung. Das Ding, das heißt Flair. Wo das Brennerrohr reinkommt, die ist extra ausgeformt. Da habe ich ja Sprühflaschen genommen, habe den Kopf oben runter gemacht und die Sprühflaschen quasi dann da oben reingesteckt, dass ich wie so eine Trichteröffnung gehabt habe. Also die ist so, so kegelförmig auf zugelaufen. Die hat schön ins Brennerrohr reingepasst. Also da, in das Röhrler. Und habe dann Trichter hinterlassen. Da habe ich dann erst einmal meine Keramikfaser wollen geformt. Und anschließend dann ja, auch mit Hochofenbeton ausgeschmiert. Ich mache das jetzt einmal so. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was erkennt. Keine Ahnung, ob man da was sieht. Bin ich selber gespannt, ob die Aufnahmen jetzt was waren, ob das gut geht. Ja, wie gesagt, ich bin kein Profi, ich habe das noch nie gemacht. Ob das so funktioniert, wie ich es jetzt gemacht habe, wird sich zeigen. Und ob das Ganze dann hält, oder ob jetzt die Betonschicht zu dünn war, ob die Keramikfaser wollen jetzt vielleicht ein wenig euch gestaucht war,
Ja, wie gesagt, das weiß ich nicht. Wird sich alles hinterher zeigen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe das jetzt das allererste Mal gemacht. Und ja, Versuch macht klug, sagt man so schön. Guck mal halt einfach einmal. Ich lasse das Ding auf jeden Fall, du, jetzt erst einmal stehen. Dann darfst du jetzt dann erst einmal ein paar Tuch in Ruhe drucken. Und wenn es drucken ist, dann wird einmal ein Versuch mit dem Brenner gemacht. Erst ganz langsam, weil ich gehe davon aus, in die Keramikphase wollen unten das Saar ein bisschen von der Flüssigkeit, von der Feuchtigkeit vom Beton rein. Und bis die raus ist, das wird natürlich ein wenig dauern. Deswegen, ja, ich warte jetzt mal auf jeden Fall, ich denke, naja, wie er ausschaut, schauen wir mal, also zwei, drei durch auf jeden Fall. Und dann wird er ganz, ganz, ganz sanft eingebrennt. Dann war ich meinen Brenner mal nehmen, den muss ich dann auch noch anpassen, dass der dann passt. Ich weiß noch nicht, ob ich auf meinem Brenner vorne dann das Endstück drauf lasse. Weil das Sinn und Zweck ist ja eigentlich vom Brenner. Also quasi auch angelehnt an den Unkrautbrenner da. Plus verlängert. Wir haben die Gasflaschen. Das Gas strömt durch den Schlauch, durch den Brennergriff, durch das Rohr und dann da vorne in den Kelch rein. Oder in die ja, Brenndüsen, Brennkammer. Da vorne drin ist die Düsen ganz klar und weitet sich dann auf in den großen Raum. Wird gleichzeitig mit Luft vermischt. Man hat ja dann quasi eine Sogwirkung. Das Gas schießt raus. Das Gas schießt durch die Düsen raus, da rein, zieht von hinten durch die Luftlöcher Luft mit. Und durch das, dass der Raum ja da innen relativ groß ist, war das Gas natürlich auch ein wenig abgebremst. Und vermischt sich dann schön mit Sauerstoff und dann kommt es ja quasi dazu, dass es da vorne erst brennt. So, und jetzt habe ich ja den Brenner da gebaut. Jetzt ist das da quasi. Nehmen wir die eigentliche Brennkammer oder die Gasvermischkammer. Sondern jetzt kommt das Gas durch die Düsen, geht da rein, schießt Katzengrot weiter und war da der Inner wieder verengt auf das Dreiviertelzollrohr. Zieht von hier aus, je nachdem wie die Stellung ist, mehr oder weniger Luft mit rein, das habt ihr ja schon gesehen im Einsatz. Schießt das Ganze auch da vor und da vorne wird es wieder ein bisschen größer. Da geht es ja dann von 3/4 Zoll, seht ihr da innen, so ein wenig trichterförmig raus auf, was war das jetzt, 1 Zoll. Also wird auf einmal größer und das ist dann auch quasi wieder, wo dann das Gas-Luftgemisch schief verwirbelt wird, dass es überhaupt brennen kann. So. Dafür ist das Ding gut. Ich könnte den Brenner betreiben ohne das. Funktioniert auch. Allerdings macht er ein beschissenes Flammenbild. Das habe ich schon ausprobiert. Also du brauchst definitiv dieses Drum da, dass du eine ordentliche Flamme rauskriegst. Und da ist jetzt natürlich die Überlegung, wenn ich da mein Flair gebaut habe oder diese ja, Ausströmdüse aus Beton mehr oder minder geformt habe, ob ich dann überhaupt das Teil brauche, weil dann könnte ich quasi ja durch mein ganz normales Brennerrohr nach unten rein in die eigentliche Essenei und durch die kegelförmige Ausbuchtung da oben wird ja dann auch das Gas gebremst und verteilt sich dann so ein wenig. Also müsste theoretisch auch funktionieren, vielleicht kann ich dann auf das verzichten, das weiß ich noch nicht. Ja, auskratzen muss ich es noch ein wenig, da hat es ein wenig Beton mit reingeschmiert, ist aber nicht schlimm. Sieht man jetzt natürlich nicht viel. Aber da bin ich jetzt, wie gesagt, noch am Überlegen. Aber das muss ich versuchen, das muss ich ausprobieren, das weiß ich nicht. Ja, ich habe da keine Erfahrungswerte. Ich habe mich da auch ein wenig so im Internet orientiert, wie andere das gebaut haben. Und habe dann gedacht, naja, setz da wegen deiner eigenen Gedanken um, mit deinen eigenen Mitteln.
Also es gibt welche, die bauen sowas aus einer 11 Kilo Gasflaschen. Ich habe mir jetzt aus einem Kompressortank gebaut. Hätte ich keinen Kompressortank gehabt, hätte ich mir sowas auch in Eckert bauen können, theoretisch. Also quasi aus Blechplatten einfach einen Kasten gebaut, mit einer Unterwanne, die Unterwanne mit einer Betonplatte und einen Kasten oben dann zu draufstellen. Und meinetwegen dann auch mit irgendwelchen Platten, die wo man vielleicht dann vorgeformt gießt oder was. Das wäre ja unter Umständen auch eine Option, dass ich so, ich gieße mir die Platten in eine Form und stelle mir die Platten dann in eine Ei. Wäre ja auch gegangen, das geht aber nur in eine Eckertenform. Ja, ich habe jetzt in meinem Fall oder die rundliche Form, ist natürlich ein wenig beschissener zu bauen. Gebe ich ja ganz ehrlich zu, es ist nicht so einfach gewesen, es auszugleiten, die wollen da nicht zu shoppen, war überhaupt nicht so schön. War elendes Gefreck. Vor allem hat es gestachelt wie Sau, trotz Händchen und allem. Ja, gut mit Mundschutz auf jeden Fall. Also mit Atemschutz, Atemstaubschutzmasken, weil sonst das Zeug muss ich nicht unbedingt in der Lunge haben. Das Glasfaser, also die Glaswollen ja schon nicht so schön. Starwollen. Da ein wenig vorsichtig genießen, aber das zeigt ohne, das soll ja krebserregend sein, wenn man das Eier atmet. Muss man dann doch ein wenig aufpassen. Naja, auf jeden Fall, jetzt habe ich wieder viel gelabert. Wir machen einmal einen Versuch auf jeden Fall. Wenn es funktioniert, ist recht. Wenn es nicht funktioniert, ja gut, dann haben wir halt Lehrgeld bezahlt. Ich meine, die Grundform außenrum, die bleibt bestehen. Wenn jetzt der Beton rausbricht, dann war der komplett rausgeklopft, dann muss ich noch einmal neue Mischung anmachen. Dann werde ich es auch mal anders probieren, dann werde ich erst eine ganz dünne Schicht anmischen, die innen auf die Keramikfaser wollen draufkommt. Lass das Ganze ein wenig einwirken. Und dann mache ich auch modellierfähige Masse, also ein wenig zähe. Und dann werde ich richtig eingeschmottet innen und eingestrichen. Und dann vielleicht mit einem Verputzschwamm oder sowas ein wenig glatt gestrichen. Muss ich mal gucken, was zurechtgeschnitten. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erst einmal einen Versuch. Ich bin jetzt aber gute Dinge, dass das vielleicht funktioniert. Einfach probieren. Ja. Ich meine, das Zeug, das wird wie gesagt für Hochöfen auch verwendet. Das wird für Schmelztiegel und sowas genutzt. Da werden Schmelztiegel draus gebaut, das Innerlehm. Dass die Temperatur möglichst gespeichert wird und lang hält. Dass quasi dein flüssiges Eisenerz danach eine Zeit lang hält. So ist ja das Sinn und Zweck von dem Zeug. Und ja, wenn das in sowas funktioniert, dann muss es theoretisch ja in meiner SRA funktionieren. Ich weiß nicht, wie oft ich hohe Temperaturen da drin habe, aber ausprobieren, wie gesagt, Versuch macht klug. Gut, in diesem Sinne jetzt, wie gesagt, ich habe schon wieder so viel gelabert. Die Folge, die wird wahrscheinlich wieder als Labefolge Nummer 1 in die Geschichte eingehen. Wäre mal eh klar bei mir, aber das kennt ihr ja. Ich wünsche jetzt auf jeden Fall ein restliches schönes Wochenende und wir hören uns wieder irgendwann demnächst. Ich denke auch mal, ich werde dann meine Erfahrungen teilen, wie das Ding funktioniert. Und dann sehen wir schon. Gut, in diesem Sinne, einen schönen Sonntag. Ich wünsche euch was. Servus.